Hi zu einer neuen Primetime. Die Primetime nähert sich so langsam dem Ende. Diesmal zeige ich euch Movie Voyager Optimus Prime. Ein sehr schöner Truck. Diesmal mit langer Schnauze, diese Truck-Version, aber irgendwie bei allen Movies sehr realistisch. Gefällt mir sehr gut. Hier drin, ich hoffe, man kann es so ein bisschen erkennen, ist so ein kleines Männchen, was dann eben ein Fahrer darstellen soll, was man eben so öffnen kann, die Tür. Wenn man es öffnet, verschwindet halt der Fahrer, wenn man es wieder schließt. Klappt wieder der Fahrer halt raus. Eine sehr nette Idee. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Jetzt mal zur Verwandlung. Man klappt eben hier diese Auspuffrohre runter und klappt sie nach hinten. Diese Teile muss man ab und zu auch mal wieder festdrücken. Na gut. Dann klappt man das hoch und dreht es einmal nach vorne. Andere Seite das gleiche. Also man kann sie auch einfach abnehmen. Was es so ein bisschen leichter macht, dann klappt man es einfach gleich so hoch. Dann zeige ich euch mal hier dieses so, das muss man drehen. Dann kann man es drehen zum Waffensystem. Hier, wie man sieht, das sind Pfeile, die man so einklappen muss. Hier kann man sie dann halt abschießen. Und jetzt kann man es hier wieder eben befestigen. Jetzt muss man das eben auch nach vorne. Dann hat Prime so eine Art, naja, Waffenmodus. Ja, interessant. So, jetzt fangen wir hier hinten an. Das muss man so umklappen. Andere Seite das gleiche. Dann muss man hier diesen Teil der Fahrerkabine hochziehen und gerade machen. Jetzt hier unten verstecken sich die Arme, die man dann einfach runterzieht. Jetzt muss man erstmal ein bisschen kurz das anklappen, dann die Arme einfach so lang ziehen. Das klappt so raus. Und jetzt kann man eben das einmal so fallen lassen. Drückt das richtig rein. Dann sieht man einfach schon, dass man schon eben den Körper hat. Diese Teile klappt man zur Seite. Klappt die Arme ein. Hier dieses Plastik muss nach oben geschoben werden. Also vielmehr dann eben zur Seite vom Arm. Hier diese klappt man einfach auf. Andere Seite halt das gleiche. Zur Seite. Nach unten, nach oben drehen, Arm drehen und diese seitlichen Teile so ein bisschen positionieren. Soweit. Dann eben kann man schon den Kopf rausholen. Das ist der Kopf von dem Prime. Jetzt weiter zu den Füßen. Die nimmt man halt auseinander. Klappt das alles soweit erstmal nach vorne. Jetzt muss man das hier erstmal so auseinander nach vorne, und wenn man es komplett nach vorne klackt, hört man schon, springt hier auch so ein kleiner Mechanismus um. Hier sieht man, das ist dieses, was sich so teilweise eben alleine verwandelt. Zieht man hoch. Jetzt sieht man hier die Rückscheinwerfer, passen hier rein, drückt man zusammen. Dann muss man einfach nur den Fuß hier so auseinander ziehen, also
dass man es denn so hat. Nochmal andere Seite ein bisschen zeigen. Und zwar, wenn man jetzt hier das zieht, sieht man, wie dieses Teil einklappt. Wenn ich das jetzt hier eben hoch mache, klappt automatisch eben das auch hoch. Jetzt kann ich es eben hier befestigen. Und hier ist eben so nochmal ein Fuß, also der hintere Teil des Fußes, den ich ausklappen muss. Fertig. Jetzt diesen Truck-Teil, den ziehe ich erstmal hier ab. Dann habe ich eben, dass er so lang ist, klappt das nach unten und klappt das so Art wie ein Rucksack ran. Jetzt habe ich hier die Waffensysteme oben hängen, die kann ich dann natürlich abmachen. Kann ich abnehmen und kann sie einfach dem Prime als Waffen in die Hand drücken. Sehr nett, gefällt mir sehr. Und diese Prime-Variante finde ich schon sehr nett. So, ich hoffe, euch hat dieses Video wieder gefallen. Ich sage tschüss, bis dann.